Bei Söder war immer nur draufhauen. Er sagt, kein Land der Welt ist glücklich geworden mit der Freigabe von Drogen. Und den Berliner Grünen reicht die Legalisierung von Cannabis ja gar nicht. Da muss jetzt auch noch Kokain her und Crystal Meth. Hat er so gesagt, so bist du Crystal Meth. Gut, der Mittelfranke tut sich schwer mit dem TH, aber ich habe mir eine Crystal Meth. Was soll das jetzt sein? Rohes Schweinehack als neue Modedroge? Christliches Meth gibt's in der Apotheke dann als Ersatzdroge. Methadon? Ist es mit der Bundeshackfleischverordnung überhaupt vereinbar? Oder geht's um eine Frau bei dieser Crystal Meth? Vielleicht die Cousine von Digitor Robert? Ich habe nur noch auf den Satz gewartet. Meth, liebe Freundinnen und Freunde, das ist die Einstiegsdroge für schwere Schweinshaxen. Das öffnet die Tür für Cholesterinmissbrauch aller Art. Gut, er hat's nicht leicht. Okay, er hat's nicht leicht. Na, weil sein Personal, da merkt man mittlerweile schon, dass also der Fachkräftemangel überall durchschlägt. Gegen seinen Scheuer.